Mausalarm auf dem Altmarkt. Das Mausmobil tourt durch ganz Deutschland, um Menschen über Tierversuche aufzuklären. Heute macht es auch in Cottbus Halt. Seit Jahrzehnten wird über das Thema Tierversuche diskutiert, vom Tisch ist es aber noch lange nicht. Trotz aller Verwandtschaft sind Tiere und Menschen verschieden. Sie haben einen anderen Stoffwechsel und reagieren auf viele Substanzen ganz anders. Bei Menschen ruft Contergan Missbildungen hervor, bei den üblichen Versuchstieren nicht. Das Schmerzmittel Paracetamol verträgt der Mensch, aber es ist Gift für Katzen. Das für Menschen giftige Arsen ist für Schafe gut verträglich. Ratten werden monatelang Lacke, Farben, Asphalt, Silikon, Industrieschmierstoffe oder Benzin mit einem Rohr in den Magen gepumpt. Das aber sagt wenig über die Wirkung dieser Substanzen beim Menschen aus. Dass mit Tieren immer noch in großer Zahl experimentiert wird, lässt auch die Cottbusser nicht kalt. Viele haben sich zu dem Thema schon ihre eigenen Gedanken gemacht. Es kommt immer darauf an, was das für Tierversuche sind, welche Tiere, zu welchem Zweck. Das muss man schon überlegen, nicht? Ich bin der Meinung, dass sie in gewissen Fällen unumgänglich sind, der Menschheit schon sehr viel gebracht haben, aber dass man sich jetzt sehr genau überlegen sollte, was man noch macht, weil sie in vielen Fällen nicht mehr nötig sind. Wenn Sie ein schwer krankes Kind haben, wo die Alternative ist, das Medikament kann an Tieren getestet werden und Ihr Kind bekommt es, dann möchte ich mal wissen, was Sie dann sagen. Es ist nämlich ja nicht so einfach, so eine Entscheidung zu fällen. Der 26-jährige Christian Ott ist im Auftrag des Vereins Ärzte gegen Tierversuche mit dem Mausmobil unterwegs. Er will die Menschen nicht nur über Tierversuche aufklären, sondern auch Alternativen aufzeigen. Und davon gibt es einige, nur leider ist den meisten darüber kaum etwas bekannt. Die tierversuchsfreien Methoden sagen jetzt, wenn wir Informationen für den Menschen haben wollen, können wir mit menschlichem Material arbeiten. Das heißt mit menschlichen Zellen, wir haben diverse Zelllinien, wir können menschliches Gewebe heranzüchten. Das kann im großen Maßstab gemacht werden mit Hornhaut, Haut, Zahnfleisch und so weiter. Und die neueste Idee ist jetzt, dass wir funktionale Einheiten von Organen aufbauen, diese miteinander verketten und eine Art Mini-Organismus aufbauen. Um sozusagen, so können wir nachschauen, wie reagieren menschliche Organe und wie reagiert ein menschliches Organsystem. Es geht also auch anders. Mehr als 3 Millionen Tiere sterben jedes Jahr in Deutschland im Tierversuch. Durch die Aufklärungsarbeit von Christian Ott und anderen Organisationen könnte sich diese Zahl in Zukunft verringern. Das Mausmobil jedenfalls tourt noch bis Ende Oktober durch Deutschland.